André, eine bittere Heimniederlage. Findest du schon die richtigen Worte, das Ganze zu beschreiben? Nee, ist schwer jetzt so kurz nach dem Spiel, aber ich denke, was im Moment in meinem Kopf ist, ist, dass es überhaupt nicht unser Anspruch sein darf, hier so zu Hause vor unseren tollen Fans aufzutreten. Wie sehr kannst du dich über dein erstes Bundesliga-Tor freuen heute? Überhaupt nicht. Gar nicht. Dann müssen wir jetzt einen Haken dran machen, das Spiel vergessen. Jetzt geht es am nächsten Freitag schon weiter gegen Fürth. Wie blickst du auf das Spiel? Ja, gut, da sagt man immer so einfach abhaken. Aber wir haben hier rechts und links bekommen heute. Wir haben 6 Gegentore im eigenen Stadion bekommen. Ich denke, ich persönlich kann es nicht so schnell abhaken. Wie gesagt, es ist nicht unser Anspruch, hier zu Hause so aufzutreten. Von daher müssen wir schon kritisch genug mit uns selbst sein und das genau aufarbeiten. Weil mit so einer Leistung wird es auch in Fürth schwer. Wie denkst du, kann man das Ganze aufarbeiten? Ja, ich denke mal, dass wir uns unsere Gegentore nochmal ansehen, weil ich denke, alle 6 waren heute doch vermeidbar, denke ich schon. Und von daher, denke ich, müssen wir das analysieren, um die Fehler dann ganz einfach abzustellen, weil so kriegen wir gegen jeden Gegner eine Menge Tore. André, danke dir.